Willkommen zurück, liebe Freunde der digitalen dentalen Unterhaltung. Wir haben den Drucker ausgepackt, die ganzen Accessories gezeigt. Heute werden wir das Ganze in Betrieb nehmen. Anstelle unseres gewohnten Intros werden wir euch jetzt gleich einen Zusammenschnitt der Inbetriebnahme zeigen. Viel Vergnügen damit! So Leute, das war in wenigen Sekunden die Inbetriebnahme des Form 3B. Wie ihr gesehen habt, ist das wirklich narrensicher. In Realtime dauert das Ganze 5 Minuten und wenn man wirklich den sehr gut beschrifteten Sicherheitsaufklebern und dem Display folgt, kann man dabei wirklich nichts verkehrt machen. Wir haben die Software installiert, wir haben die ganzen Kronen, die wir für den Folgefall schon gemacht haben, genestet. Das seht ihr hier. Ich habe schon mal die Nitrilhandschuhe angezogen. Das solltet ihr wirklich auch nutzen, da diese Stoffe nicht wirklich hautfreundlich sind. Das Ganze zumachen? Natürlich, klar. Ihr seht, der Druck ist rausgekommen. Wir haben noch Restresin in allen Kronen vorhanden. Deshalb haben wir hier dieses Form-Wash-Gerät. Wir können das Ganze, ich hoffe, ich kriege es auf. So, einfach einhängen. Ihr seht, das ist kinderleicht, die Aufnahme ist fixiert. Wir starten das ganze Programm und haben danach saubere Kronen. Es ist natürlich viel einfacher, als daneben stehen zu müssen und entsprechend in dem beigefügten Wash-Paket die Kronen selber reinigen zu müssen oder die Bewegung quasi per Hand zu machen. Deshalb. Hier übrigens nochmal, warum Handschuhe? Man hat immer ein bisschen von dem Resin an den Fingern. Die Handschuhe lassen das nicht durch. Und deshalb solltet ihr die unbedingt tragen. Wir verwenden das Ganze in einer normalen Umgebung, in einem abgeschirmten Raum. Da wird quasi die... Das Zwangs-B und entlüftet. Genau. Sodass wir halt keine Probleme mit dem Isopropylalkohol 99,9% haben, der hier drin ist. Der wird abgesaugt und wir haben saubere Luft. Also die Dämpfe. Dämpfe, genau. So, unser Waschvorgang ist fast abgeschlossen. Schauen wir mal das Ergebnis, wie das gleich rauskommt. Sollte eigentlich jede Sekunde soweit sein. Da ist es auch schon soweit. Das Ganze fährt vollautomatisch hoch, tropft ab. Im Normalfall habt ihr da ein bisschen Zeit, um darauf zu reagieren. Schaut einfach nur, dass die Objekte wirklich sauber sind. Ich hebe das mal kurz an. Ihr seht, der Alkohol tropft da noch von runter in den Kroneninnenräumen. Ist noch ein wenig von dem Alkohol über. Ich habe mir hier schon mal ein paar Tücher bereitgelegt, um das Ganze trocken. Denk dran, du bist nicht in deinem Reinraum. Ich weiß. So, wir heben das Ganze von der Plattform ab. Ich mach mal hier zu, damit wir nicht gleich alle total benebelt sind. Und übergebe das Ganze an Max. Jawohl. Bei mir geht's weiter mit dem UV-Lichthärteofen. Auch da wieder easy to use. Klappe auf. Ich höre jetzt schon wieder die Stimmen, die draußen unterwegs sind. Ich lege hier erstmal die Kronen ab, dann habe ich die Hände frei. Wofür brauche ich noch einen UV-Lichthärteofen? Habe ich doch, ist Standard in meinem Labor. Dieser Ofen ist mit 480 Nanometern. Von der 405, Entschuldigung. Entschuldigung, 405 Nanometern von der Wellenlänge
komplett auf die Druckmaterialien abgestimmt und gewährleistet dadurch eben ein perfektes Aushärteergebnis. Als wir vor 5 Jahren angefangen haben mit dem Drucken, wir haben angefangen mit dem Form 2, den wir ihm einfach mal dreist vor die Nase gesetzt haben, haben wir das Ganze erstmal mit der Waschstraße probiert und mit unseren im Labor befindlichen UV-Lichthärteofen. Da stimmte die Wellenlänge aber nicht. Und das heißt, wir kriegten Modelle raus, die waren so blätterteigig, die konnte man so abpillen. Und auch unsere chirurgischen Bohrschablonen waren jetzt eher mal so 3-. Deshalb ganz klare Kaufempfehlung hier für diesen Lichthärteofen. Der funktioniert wirklich so, ihr habt hier unten einen Drehteller, ihr habt Licht von allen Seiten, auch über die Spiegel und dadurch eben wirklich das optimale Aushärteergebnis. Ich mach zu. Programm ist voreingestellt. Dazu kannst du vielleicht noch mehr erzählen. Die ganze Kiste wird über eine Firmware gesteuert. Das heißt, auch wenn neue Produkte oder neue Materialien der Firma Formlabs dazukommen, könnt ihr das einfach über ein Firmware-Update auf das Gerät aufspielen und ihr habt immer die perfekte Lichtaushärtedauer plus Temperatur, die voreingestellt ist. Der Ofen heizt, glaube ich, bis knapp 90 Grad hoch. Das dauert eine Weile, da habe ich schon viel zu gehört, von wegen, da gibt es vielleicht schnellere, aber das ist immer noch die sauberste Lösung im Gesamtsystem. So, das war heute die Herstellung dieser temporären gedruckten Kronen. Was wir sonst mit unseren Druckern anstellen, werden wir euch in den nächsten Videos zeigen. Damit ihr das nicht verpasst, läutet die Glocke, schreibt uns gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da und abonniert uns.